Ich beginne gleich mit einem Thema, das jetzt nicht direkt mit der neuen Salzburger Landesregierung zu tun hat, aber heute durch die Medien geht. Und zwar ist es der Streit im Flughafenaufsichtsrat. Anton Buczek, ehemaliger, also Parteifreund und ehemaliger Gemeinderat der Stadt Salzburg, wirft Ihnen ja schwere Versäumnisse in einem offenen Brief vor. Mangelnde Wirtschaftlichkeit, sie kämen unvorbereitet. Ein Zitat würde ich da gern herausnehmen. Und zwar schreibt er: In den vergangenen 5 Jahren haben sie das Gefühl verbreitet, dass Angst und Schrecken Maxime ihres Führungsstils sind. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen, Herr Stöckel? Ja, ich kenne das Naturell des Herrn Buczek schon sehr lange. Er hat mich jetzt in den letzten Monaten, nicht nur mich, sondern auch den Herrn Landeshauptmann, ja bis hin zum Bundeskanzleramt, hat er interveniert, dass er unbedingt im Flughafenaufsichtsrat bleiben möchte. Das hat aber nicht wirklich Sinn. Wir wollen den Flughafenaufsichtsrat verjüngen. Wir wollen neue Persönlichkeiten gewinnen, die direkt aus der Wirtschaft kommen, die aktiv in der Wirtschaft sind. Und das frustriert offensichtlich den Herrn so, dass er da mit diesen Anschüttungen jetzt an die Presse gegangen ist. Im Grunde genommen, ja, ich nehme das nicht ernst, weil ich kann auf sehr viele positive Ergebnisse zurückgreifen und verweisen. Wir sind jedes Jahr beim Flughafen in den letzten 5 Jahren hoch in der Gewinnzone gewesen. Wir haben den Flughafen umstrukturiert. Ich habe den Flughafen als Aufsichtsratsvorsitzender ganz neu strukturiert, nämlich von der zweifachen Geschäftsführung auf die einfache mit entsprechenden Prokuristinnen und Prokuristen. Das erspart zum Beispiel dem Flughafen ungefähr 300.000 Euro im Jahr. Also wenn er dann von unwirtschaftlich sozusagen spricht, dann ist das nicht nachvollziehbar. Ich kann oder ich reihe diese Anschüttung in eine persönliche Frustriertheit ein. Er will es nicht wahrhaben, dass seine Zeit abgelaufen ist und er schlägt jetzt um sich. Der ausgedünnte Sommerflugplan war auch Thema in dem offenen Brief. Ja, der Herr Buczek weiß ganz genau, dass das weder mit dem Aufsichtsrat noch mit dem Flughafen etwas zu tun hat, sondern ausschließlich durch die Insolvenz bei Air Berlin und die Tatsache, dass dass Niki Lauda erst später angefangen hat, wie wir schon sozusagen zunächst geplant hätten. Ja, und wir haben aber alles unternommen, um diesen ausgedünnten Flugplan zu verstärken mit anderen Linien, mit anderen Destinationen. Das ist vielfach auch gelungen. Ja, und so kann ich nur sagen, er verfolgt im Aufsichtsrat sehr viele persönliche Angelegenheiten, wie der Flug nach Paris, weil seine Tochter dort wohnt, nervt damit bei jeder Aufsichtsratssitzung nicht nur mich, sondern auch die anderen. Ich will eigentlich gar nicht näher eingehen, das hat sich der Herr Buczek nicht verdient, er ist nur frustriert offensichtlich. Er fordert Sie ja auch zum Rücktritt auf als Aufsichtsratschef. Kommen Sie dem nach? Ja, wenn man auf so viele positive und gute Ergebnisse des Flughafens hinweisen kann und auf den Kostenoptimierungsplan und die neue Struktur, die ich dem Flughafen gegeben habe, um wirtschaftlicher zu sein und auch erwiesenermaßen schon die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen wird, dann werde ich sicher nicht reagieren auf einen völlig unhaltbaren Zuruf eines Menschen, der eben, wie gesagt, frustriert ist, weil er nicht mehr im Aufsichtsrat in Zukunft ist. Aber mit 70 sollte man einfach auch loslassen können, ohne sozusagen so frustriert zu sein, dass man den Aufsichtsratsvorsitzenden da anschüttet. Und ja, es ist eigentlich eine erbärmliche Situation, die er da an den Tag legt.